So, derselbe Tag, das dritte Produkt, nach der Säge, dem Bauhausmora, habe ich heute wieder was, wie zum Beispiel, ne? Also man könnte das, diese zwei Sachen für 10 Euro, also für 18 Euro, ist das schon sehr günstig. Das ist also für die Studenten und Schüler kleines Budget. Nicht jeder kann sich unbedingt eine große oder teure Stirnlampe leisten. Oftmals hat Norma oder Lidl, Penny oder wie die ganzen Discounter heißen, die haben öfters mal Stirnlampen. Die haben aber einen Fehler oder ein Problem. Du brauchst eine Batterie. Hast du keine oder du bist im Wald, mitten im Dunkeln und die Batterie geht aus oder er geht leer, das ist ein Problem. Deshalb, als ich jetzt dieser Tage nach dem Bauhausmora geguckt habe, stand ich vor einem großen Einkaufswagen im Kassenbereich und der war voll, richtig voll mit dieser Taschenlampe. Die braucht keine Batterie, man braucht die nur aufdrehen. Eine Minute steht auf der Verpackung, gibt 30 Minuten Licht. Also als Backup finde ich das wirklich nicht schlecht für einen Euro. So, einmal drauf gedrückt, haben wir drei. Weiß nicht, ob man das so oder ob das blendet, ich sehe das nicht. Nochmal drauf gedrückt, haben wir dann eine. Ja, on. Wenn ich dann hier diesen Taster öfters drücke, kann man auch damit Signale geben, also Morse-Signale. Ich finde, als eine 1-Euro-Taschenlampe ohne Batterie in den Rucksack gepackt, ist das wirklich geschenkt. Ja, so wie ich mir 10 Stück davon gekauft habe, manche werde ich behalten. Also zwei werde ich behalten, den Rest werde ich wohl verschenken an Freunde, die sich auch mit diesem Hobby beschäftigen. Habe ich mir davon auch 10 Stück gekauft. 10 Euro für 10 Taschenlampen. Immer auf Vorrat. So, das war's. Um es da mal zusammenzurechnen. 7,95, 10 Euro. 1 Euro. Wenn wir bei 18,95, ich finde das nicht verkehrt. Tschüss, viel Spaß im Wald.